Und dann bin ich auch schon wieder zurück zu Tomb Raider. Kurzer Schluck genommen. Wir machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das war hier. Ich warte erstmal, bis der Überlebensinstinkt wieder weg ist. Indem ich gerne was probieren. Ne? Ja, wunderbar. Man geht der Überlebensinstinkt mal wieder weg. Ah, jetzt. Wunderbar. Oh, da war auch einer. Scheiße. Shit, 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 shit. Oh. Ach, Nahkampf kann ich noch nicht. Ah, verkackt. So, nochmal das Ganze. Jetzt weiß ich, was mich erwartet. Unloser Kill, ja, du mich auch. Irgendwas hier, was mich irgendwas hindern könnte. Okay. Das Ganze nochmal machen. So. Dann passe ich genauer auf. Also dort. Nein, es ist zu laut. Es ist viel zu laut. Ich gerade mal selbst gucken, wo hier noch jemand ist. Ah, ich sehe ihn gerade. Wieder auf. Fällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Wieder auf. Ich wollte gerade noch mal die Munition hier unten holen, aber das kann ich nur wahrscheinlich stecken. Gut zu hören. Ah, da oben. Ja. Gut, bei dem kriege ich wahrscheinlich nichts mehr. So. Dann muss ich wohl bei dir bedienen und hoppa! Und dann hier bei deinem Kollegen. So, ansonsten kann ich hier noch irgendwas erreichen. Sieht nicht so aus. Deswegen. Zack.
gerade mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, irgendwas Relevantes. Ich sehe da unten noch Bergungsgut. Beziehungsweise Erfahrungspunkte. Und auch voll. Naja, was soll's. Ja. Ach, Mensch. Hier bin ich hergekommen, genau. Es sind noch irgendwelche relevanten Eingänge oder so. Hier. Aber hier gibt es trotzdem noch irgendwas. Erfahrungspunkte. Hier hinten vielleicht. Komme ich nicht hoch. Satz mit X. War wohl nix. Satz mit X, das war wohl nix. Gehen wir doch wieder hoch. Oh, was ist denn hier? Das hätte ich beinahe übersehen, das Büchlein. When we washed up on this rock. The rain and wind pounded us for days. We couldn't build shelter or forage for food. Christ, we couldn't even move. It was like some enormous hand was holding us down. Just as the storm was finally breaking, Father Matthias came to us. He was calm and soft-spoken. He seemed to know us, our names, where we were from. He spoke to us in our native language, and we listened. And as we listened, he told us the truth of this island. He offered us a choice, salvation or death. Some chose to defy him. And without hesitation, he killed them then and there. Father Matthias didn't seem malicious or angry, just calm and decisive. As I stood there in the sand, wet with the blood of my comrades, I knew I could never refuse him. Ja, okay. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mein 3DS noch an habe. Ist aber auch egal. Darum geht es ja ironisch. Ich kann mir schon denken, dass es da lang geht. I can do this. Oh, hochklettern. Oh. Das ist eine ganz enge Geschichte. Vorsicht, Lara. Vorsicht. Lara. Sei bloß vorsichtig. Quetscht sich aber auch durch jede Gasse. Meine Fresse. Was ich übersehen könnte. Sorry, they did a real number on your leg. No,
Looks worse than it is. Have you heard from any of the others? Nothing. Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. Yeah, but you need bandages, morphine, antiseptic. Yeah, also in the pack. Shit. Exactly. Come here. Come on. Oh. Oh, no. No. Oh, don't do this to me, you northern bastard. Wahrscheinlich nur der Kreislauf oder so. Der Kreislauf ist am Kuchen. Naja. Einfach bewusstlos geworden. Aus irgendeinem Grund auf jeden Fall. Wolf Tracks. Ja, weil die Menschen, die uns töten, sind nicht das einzige Problem. Was du jetzt bloß machst, hoffen, dass die Wölfe dich hier nicht fressen oder so. So, jetzt den Rucksack finden. Dort muss ich hin. Wie sieht's von der Uhrzeit aus? Okay. Kann ich hier irgendwas noch machen? Ich habe keinen Fähigkeitspunkt. Ich habe nur das Schwert. Irgendwie helfen kann. So, ansonsten kann ich. Das kann ich noch nicht machen. Mit der Axt kann ich bei der irgendwas machen? Ne, die ist eigentlich schon so weit ausgebaut. Okay, kann ich momentan nichts machen. Ich bin ja froh, dass ich kein Zeitlimit habe hier sonst. Wäre ich total am Arsch, hätte ich überhaupt keine Zeit, mich umzusehen. Das ist ein bisschen unrealistisch, der liegt da und bewusstlos und so. Und ich renne hier einfach rum und suche nach irgendwas. Vielleicht was das bringt, aber naja, da jetzt, ob da was angezündet war. Komme ich da irgendwie rüber? Ich sehe nämlich da was glitzern. Schaffe ich glaube ich nicht darüber. Ansonsten wäre wohl ein bisschen problematisch. Nee, schaffe ich glaube ich nicht. Runter, weil ich glaube.
könnte es noch irgendwas Relevantes geben. Liegt was? Ah, ich hab's. Ein Geocache. Im Wetter im Wasser rumzuplanschen ist nicht gerade gesund. Zeigt mir wie immer die Wolfsspuren an, dass die Wölfe hier irgendwo sind. Ein toter Wolf. Das beruhigt es aber nicht unbedingt. Beziehungsweise das macht es nicht unbedingt besser, dass der tot ist. Hier bin ich gekommen, wenn man so will. Erfahrungspunkte. Das ist für ein normales Huhn eigentlich sogar ganz okay. Zeit 17 Minuten. Ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen Zeit totschlage. Ansonsten ne. Schauen wir mal. Groß will ich jetzt nicht mehr viel machen in dem Part. Ich hätte das eigentlich schon. Nee, das kann ich noch nicht machen mit der. Mit meiner Axt klettern. Dazu ist er wahrscheinlich noch nicht stabil genug. Eigentlich anzünden. Das Problem dahinter, ich habe nichts zum Anzünden. Doch, ich habe schon was zu. Warte mal. Was haben wir vorhin gelernt? Satz mit X. Das war wohl nix. Ach Mensch, immer diese Munitionsverschwendung. Also wir haben es vorhin gesehen, wir haben es letzten Part haben wir es gelernt. Das Niederbrennen, dann haben wir ein bisschen Bergungsgut. Kann ich eigentlich hier den Ruder anzünden? Ja, kann ich. So, das ist sogar auch noch. Das sind diese Statuen. Das sieht eigentlich aus, als könnte ich das anbrennen, aber da kann ich es gar nicht anbrennen.
Bergungsgut. Hier ist noch ein bisschen was zu finden. This must have belonged to a US. Silber noch Flachmann. Were they on the island ja. In force or just an advance party? Flachmann. Do these marks represent friends lost or enemies killed? Either way, he needed a drink. So. Ich habe mich gerade gefragt, warum mein Controller die ganze Zeit so vibriert, so als ob er mir irgendwas anzeigen will. This traditional no mask represents a hateful woman. There are traces of white paint on the inside. Whoever used this mask was of noble birth. Such mal mit der Maske hier. Da scheint es irgendwie nicht so zu funktionieren. Wo ich es kurz hatte, dass es irgendwie vibriert hat, aber. Inneren. Ach so, da. Das habe ich schon. Japanese no actors could tilt their heads up and down to make the rigid mask express different emotions. Hier gibt's nicht wirklich irgendwelche Besonderheiten. Hier bitte nicht. Japanese no actors could tilt their heads up and down to make the rigid mask express different emotions. Nö. Den habe ich ja untersucht gehabt. Schon bei 23 Minuten. Ja. These ruins. Kamakura period. Na, was machst du? Lara, was machst du? Hier hoch. Cool. Kaputt gemacht. Ich denke, wir machen beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Versuchen wir bis dahin, bis zum nächsten Mal zu überlegen, wie ich überhaupt hier hinkomme. Daran. Weil ich muss mich da hier irgendwie durchbrechen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch gar nicht möglich sein. Ich warte jetzt bloß noch. Ich weiß es nicht, ich weiß es. Thank you.
Hoppa! Hoppa, hoch mit dir. Genau. Wow. Wow. Das sind die ganzen Bretter von der Decke. Nicht gerade stabil hier. Wo, dass hier niemand mehr wohnt. So instabil, wie das alles hier ist. Ja, ich würde mal sagen, ich begebe mich jetzt wieder zurück zum Lager. Wenn ich denn den Weg dahin finde. Fräulein. Geh da runter. Und dann machen wir im nächsten Part, würde ich sagen weiter. Mama? Na. Was ich jetzt hier noch machen kann. Erweitertes Magazin. Das brauche ich eigentlich ja weniger. Aber das. So, ja. Spiel hat gespeichert, das ist schön. Dann ist es perfekter Zeitpunkt, um hier einen Cut zu machen. Wir sind nämlich schon wieder bei 27 Minuten. Bis zum nächsten Mal.